Robert! Diese Map ist doch toll, Robert. Gegen den haben wir bestimmt schon. Wir haben doch schon mal gegen Robert gespielt, oder? Was habe ich denn für Hotkeys hier? Weißt du, ich das wissen. Deswegen und verlieren wir, weißt du, die damit Frage, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Erstmal blöd in die Kamera winken. Der auch aufnimmt. Den ihr in die Kamera winkend sehen könnt. Ich hab noch gar keinen. Ich hab dich noch nie gesehen, tatsächlich. Also. Ja, kannst du mal gucken. Du machst ja auch noch nicht lange Videos mit Facecam. Die sind ja noch nicht oben, oder? Nee. Hast du schon ein Video? Das sind die Formel 1-Aufnahmen von Weihnachten. Ja, eben. Das dauert noch ein bisschen. Wie soll ich die denn hochbringen? Ich habe auch gesehen, so. deine Zuschauer sind auch recht gemein zu dir. Warum bist du immer so rot im Gesicht? Zack. Das ist halt der Farbabgleich. Das habe ich aber auch bei der Kamera. Ich habe übrigens eine 75-Euro-Kamera. Ja, ja, und ich habe das Gefühl, die ist so... Robert! Oh, Robert hat schon mal... ich hab Robert surrounded. Sehr gut. Eigentlich sollte man das nicht machen, aber wenn man den Gegner bekommt, ist gut. Also der macht jetzt nichts mehr. Ich hab ihn halt surrounded, ne? Ja, man kann halt nur run walken. Ja, aber trotzdem habe ich ihn surrounded. Aber sonst ist der tot. Nix. Der ist jetzt aber tot. Ja, ist ja gut. Der hat nichts gebracht, der ist tot. Ich sehe schon, ich muss das anders angehen. Ich muss mal deine kleinen Erfolge immer viel höherwertig feiern für dich. Ja, würde ich aber hast auch du sagen. Ganz toll gemacht, Cyborg. Ein guter ja, Junge. Genau. Streichel über deinen Nexus. Korrekt. Das sehe ich leider nicht. Siehst du, soll ich jetzt expandieren oder nicht? Ja, ja. Kuckuck. Schick gleich mal ein paar Adepten da in die gegnerische Basis, aber... Geil. Ja, meine lieben Zuschauer und auch die lieben Nergorix-Zuschauer, ich bin noch nicht so ganz drin im Flow heute. Wir haben die ersten beiden Spiele direkt gewonnen und dann gerade eben ganz kläglich verloren. Ich bin ja im Formel-1-Modus, wo das alles ein bisschen einfacher ist normalerweise. Ja, wo die Mitspieler so schlecht sind, dass keiner ihn überholen kann. Wo doofe Leute ohne ABS fahren. Wo Leute so schlau sind, sich direkt mit dem Reglement der zweiten Saison an den Start zu begeben. Ja, es gibt ja nichts mehr zu holen. Weltmeisterschaft habe ich abgehakt. Nein, ich habe eigentlich über mich gesprochen, denn wir werden nächste Saison ohne ABS fahren. Allerdings auch ohne Traktionskontrolle, das wird schwer genug. Oh ja. Ich habe auch überlegt, ob ich mal so eine Probesession aufnehme und hochlade, alles als Trainingsvideo. Ja, wir sollten das ja sowieso machen. Wir hatten das ja schon mal überlegt, ob wir nicht so ein Spanien-Rennen machen, oder? Ach, das ist wichtig, das ist Spanien. Ja, Spanien ist immer die Vorteststrecke der echten Formel 1. Das weiß ich leider nicht. Weil die ziemlich viele Eigenheiten hat. Die alle sich irgendwo auf einer anderen Strecke widerspiegeln. Ganz ehrlich, ich habe immer das Gefühl, Spanien ist so Grütze, ist so generische Scheiße. Ich finde Spanien voll schwierig, muss ich sagen. Da musst du ABS ausmachen, dann geht ja, da. Ja, genau. Ich habe schon gesucht im Menü, ob es irgendeine Einstellung gibt, die ich hochstellen kann, die nicht so viel ausmacht, wo ich dann in der nächsten Saison wieder eine Ausrede habe. Aber die sind alle gar nicht so unwichtig, die Einstellungen. Also ich könnte ja, die Ideallinie auf 2D stellen und dann sagen, ja, meine Ideallinie ist ja auf 2D. Ja, dass wir ohne ABS fahren, ist ganz gut, aber ohne Ideallinie kannst du mich vergessen. Ja, ja, wir stellen ja die Ideallinie wieder ein, haben wir gesagt. Weil sonst müssten wir alle üben. Was ich übrigens auch eine Sache finde, ich habe früher auch mal einen, das war noch 2015 bei der Version. Habe ich mir einen Multiplayer-Let's Play angeschaut und die haben das so gemacht, dass die immer... unbekannte Strecken genommen haben. Wie unbekannte Strecken? Ja, so dass sie nicht die Reihenfolge gewählt haben. Ach so. Sondern mal eine Zufallsstrecke, damit keiner vorher üben kann. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, das finde ich halt, weißt du, das wäre prinzipiell geil, aber wenn man eine Saison macht, dann ist das halt scheiße, wenn dann irgendwie plötzlich Abu Dhabi das erste Rennen ist. Verstehst du das? Ja. Oh, da kommen viele Linge! Du hast zwei Adepten und einen Overcharge. Oh, da sind aber noch mehr Linge. Das sind ein bisschen viele. Aber gegen Overcharge, alles chancenlos. Und die Ramp kommen sie auf jeden Fall nicht hoch. Der andere hat übrigens auch noch nicht expandiert hier. Also nur der eine hat expandiert. Also es kann sein, also du solltest jetzt auch gleich mal wieder Einheiten bauen. Hab ich gemacht. Das ist gut. Jetzt baue ich noch zwei Gates mit Robo. Hat mein Fahrlehrer immer gesagt. Das ist gut. Ich hatte als Fahrschüler, haben wir einen mitgenommen. Das war so ein Italiener. Und mein Fahrer hat gesagt, schalten! Der ist auf der Autobahn im zweiten Gang durchgefahren. Das war auch immer geil. Ach ja. Ich muss mal wieder hier. Wenn du übrigens aus Friesland groß wirst, ist es sehr, sehr schwer, deine Autobahnfahrtstunden zu machen.
Warum? Habt ihr keine Autobahn? Nee. Ich bin hier übrigens, ich mach mal wieder einen Twilight Count. Aber da ja, gut gemacht. Ich geh auf Double Stargate. Da zieht er die Probes weg und dann macht er das, was er immer macht. Und macht alles mit. Hab ich eigentlich einen Mantaschub vor? Ja. Ausklappen. Observer. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich jetzt immer am Anfang erstmal einen Observer baue. Ich habe Nergux nämlich gesagt, das ist geil. Ja, das ist gut. Weil du kannst ja sowieso aus der Ruhe. Hier unten ist ein Pylon, können wir den mal bitte angreifen? Oder bleib du mal an der Ramp, ich greife den an. Achso, das ist dein Pylon. Ja. Ich habe dein Pylon entdeckt. Na toll. Oh, jetzt habe ich ziemlich viel Gas ausgegeben, das war nicht so klar. Ich probiere mal was aus. Man muss ja auch experimentieren in StarCraft, habe ich gehört. Ja, deshalb spiele ich ja gerade Mars Phoenixes. Das spielst du doch normalerweise auch. Nö, ich habe das bisher, glaube ich, in einem Game gemacht. Also ich gehe auf jeden Fall auf Mars eher hier. Ich habe ja gehört, dass Mars Adepten gar nicht so schlecht ist. Ja, aber mit dem neuen Patch ist es weniger cool, weil du halt weniger Vision hast. Das heißt, du siehst jetzt, wenn du den Schatten vorausschickst, dann siehst du nicht mehr so weit. Darf ich sagen, dass ich das ziemlich scheiße finde als Protoss-Spieler? Und das ist tatsächlich eine Änderung, die viel ausmachen wird, weil du hast halt mit den Adepten die halt konstant hin und her geschickt und immer wenn da Gefahr war, dann hast du halt abgebrochen. Aber das siehst du jetzt ja nicht mehr, wenn du dich schlau hinstellst. Ja, also ich denke, in der Silberliga ist das relativ egal. Nein, aber das ist wichtig. Auf Profiniveau das ist doch ein bisschen anders aus. Oh Gott, das wird so in die Hose gehen. Das Schlimme ist auch, wenn wir die jetzt einfach angreifen, dann sind wir tot. Weil gegen mit Phoenixes, wenn die jetzt mit Marslingen angreifen. Wenn die dann in die Hose gehen, würde ich hier probieren. Da ist ein Overseer. Kannst du den mit Stalkern vielleicht töten gerade? Wo ist ein Overseer? In deiner Mainbase. Base. Ja, der ist jetzt rausgeflogen. Weg. Aber ich würde halt gerne meinen Stargate noch ein bisschen verstecken. Da kommt der. Nee, ich habe gerade Halluzinationen hier. Nicht gut. Am besten wäre es, wenn er jetzt Mars Mutas spielen würde. Dann würde ich sagen, ha! Die haben gewonnen. Aber. Ha! Würde er sagen. Ha! Okay, wenn ich die ganze Zeit natürlich Supply-Block bin, dann wird es schwieriger. Er würde sagen. Ha! Zeig mal meinen dritten Exit. Manchmal frage ich mich ja echt, was mit diesem Jungen los ist. Linge! Push! Ja, ziemlich viele Stalker. Ist leider alles gut gegen das, was ich habe. Ja, die Exe-Runden wirst du wohl nicht durchbekommen. Push! Okay, wir gehen drauf. Ich werde jetzt ziemlich ausgesperrt, ne? Ja, das bin ich ja nicht. Kann ich nicht ändern. Die Roaches bei uns ein bisschen Ärger. Nicht so gut, ne? Sollte man jetzt Double ins Farm. Ja doch, sieht doch gut aus. Aber ich sehr gut hier. Aus, Mann. Was sagst du denn da für eine Scheiße? So, und nach Hause zurückziehen, das kann ja nun völlig vergessen hier. Ich durchstreife die Galaxis. Weil ich habe Angst, dass wenn ich das mache, was ich machen will, dass Nergorix, Geld, ne? Dass Nergorix mir dann wieder. Ja, ich auch, aber ich brauche eigentlich mehr Gas. Ja. Dann spiel mal einen Twilight Council und einen Zealot Charge und baue mit den ganzen Mineralien ganz viele Zealots, während du die anderen Einheiten. Das ist nicht der Plan, den ich gerade habe. Tut mir leid, aber ich versuche gerade. Das ist schon wieder für einen schrecklichen Plan, der uns das Spiel kostet. Ja, das kann sein, dass uns das Spiel kostet, aber. Geh bitte nicht auf Storm. Egal. Ich bin auf Storm gegangen. Das kriegst du doch nie hin. Und halt gegen die Armee, die die Gegner haben, ist es auch überhaupt nicht gut. Ohne Spaß, ich kann machen, was ich will. Das ist alles falsch. Ja, du musst halt gucken, was der Gegner macht. Der Gegner geht auf Mars Roaches. Gegen Mars Roaches kannst du vielleicht Arkans spielen. Aber okay, er geht jetzt gleich auf Hydras, weil er ja meine Mars R gesehen hat. Dagegen ist es schon ein bisschen besser wieder. Oder ist eigentlich sogar gut. Aber gegen die Roaches halt, die sterben halt nicht von dem Storm. Ich hab halt jetzt einfach mal drei High Templar hier. Fünf jetzt. Ich habe halt gedacht, ich probiere mal was aus. Deswegen leider gedacht, ist ja der Patch noch nicht durch, sonst könnten wir jetzt auch ganz tolle Carrier übrigens bauen. Die werden nämlich besser. Deswegen habe ich gefragt, ob ich was ausprobieren darf.
Ja, ist egal. Wir haben ja den ersten Push gehalten. Schon mal viel wert. Ja, das stimmt. Da vorne kommt irgendein Vieh. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das war. Nichts im Mann. Ein Changeling wahrscheinlich. Ein Changeling? Da kommt auf Star Wars ein Changeling. Haben wir irgendwo einen Zedet, der nicht uns gehört? Weil der tarnt sich dann quasi und, ne? Ja, und du verstehst das Prinzip. Ja, Prismakern online. Boah, sein Mothership kostet so viel Mineralien und so viel Gas. Das ist so schlecht eigentlich. Aber man hat letztens beim Home Story Cup hat man es in Aktion gesehen. Beim Home Story Cup? Aber das ist das beste Turnier, was es in StarCraft gibt. Aber es wird so in der Form nicht mehr geben, das heißt, du wirst es nie mehr sehen. Vermutlich. Warum? Ja, weil die Sponsorengelder halt fehlen. Boah, da muss man mehr Bullshit für Verkaufen machen. Auf jeden Fall, also Home Story Cup, da treffen sich alle in dem Apartment von Take. Das ist so der andere große deutschsprachige StarCraft-Mensch. Der noch vor dem Von Schwermann alles gemacht hat. Nee, der Von Schwermann ist der Beste. Und das ist... also da kommen alle Spieler zu denen nach Hause, spielen StarCraft so Alibi-mäßig. Und eigentlich sind sie dafür da, sich auf die Couch zu setzen, die ganze Zeit Alkohol zu trinken und Schwachsinn zu labern. Ich habe jetzt halt zwei Arschens. Ja, ist gut. Ich bin gleich gemaxed übrigens. Ich noch lange nicht. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, habe ich mal versucht. Ich hab Warum sind denn hier drei von drei Workern und da ist... Achso, okay, dann habe ich dir gar nicht hingeschickt, so wie es aussieht. Ich habe auch was versucht, das habe ich dir auch gesagt. Bitte? Ich habe gerade überlegt, ob ich Zealot Charge habe. Nein, ich baue gerade Zealot Charge. Wir wissen halt nichts von unserem Gegner, ne? Ja, das stimmt. Mein Observer wurde abgeräumt. Ich baue mal Oracles, die sind sowieso besser dafür eigentlich geeignet. Okay. Und ich schicke mal meine Phoenixes nach vorne. Da unten ist ein Overseer, den räumen wir doch mal erstmal ab. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich bin erstmal über das Supply Block. Boah, es läuft aber auch gerade echt nichts. Liebe Zuschauer, wenn ihr mir jetzt zuguckt, mein Gesicht kann sehr angestrengt aussehen. Das ist aber, liegt aber daran, weil nichts läuft. Ja, Goriks Gesicht ist rot, weil er peinlich ist. Da unten steht ein Pylon, der wäre vielleicht mal ganz gut. Schick mal deine Bodenarmee dahin und lass ihn mal. Ich laufe. Ich laufe schneller. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Mach mal ein bisschen Eko-Schaden hier. Mach das. Kannst du mir mal kurz noch einen Tipp geben, gegen was genau sind Arcans denn jetzt? Also Arcans sind halt Einheiten, die Flächenschaden machen. Ich füge mich. Das ist vor allen Dingen der Hauptvorteil bei dem. Die brechen übrigens auch Force Fields. Also du kannst nicht mehr geforcefieldet werden, wenn du die vorausschickst. Okay. Wie die brechen Force Fields? Ja, die massiven Einheiten brechen Force Fields. Das sind Arcans, Kolosse, Ultras. Das war schlecht, wenn ich was für eine Rasse habe ich jetzt überhaupt nicht erwähnt bisher? Terraner, ne? Ich baue jetzt mal, ich baue jetzt mal Sellets, ne? Ich weiß gar nicht, was kann denn Tore ich baue jetzt mal Sellets für den Dingens hier, was ich habe, ne? Was baust du? Baue mal Sellets. Ja. Weil ich Charge durch habe. Dann greifen wir den mal an. Weiß ich nicht. Also ich bin halt gemaxed und... Dann wäre eigentlich mal Zeit, ne? Ja. Ich warpe nochmal ein paar Stalker. Es könnten übrigens Lurker vom Gegner kommen, was ist ja ziemlich egal. Die Tees können übrigens auch kommen. Hast du in jeder Basis einen Pylon? Nein, vor allen Dingen eine Cannon. Cannon? Nee, noch nicht. Das wäre ganz gut. Weil die Forge ist erst jetzt gleich durch. Das ist aber ziemlich spät hier. Die berühmte 14 Minuten Forge. Wer kennt sie nicht? Ja. War halt nicht angesagt, ne? Ich kann dir nicht alles ansagen, ich muss selber spielen. Also ich habe mal ein paar Gateways gebaut. Okay. Ich gehe jetzt nur noch auf Mars. Ups, jetzt habe ich meine Maus schneller gestellt. Das geht gar nicht. Alter, was ist mit meiner Maus los? So. Ich gehe jetzt nur noch auf Mars Salads, weil ich eben hier Dingens habe. Wie heißt das? Charge. Okay. Boah, und sobald viele Einheiten unterm Cloak sind, dann fängt es an. Ja, es ruckelt halt so stark dann. Ne? Der Weg ist klar. Okay, sie haben Lurker eingegraben, ein paar. Sie haben aber auch nur 2-2. Lass mal drauf gehen, oder? Ich habe halt 0-0. Hast du irgendwas zum Reinforcement? Hast du genug Gateways? Ich hab's 8 oder 7. Ja, bauen wir nochmal so 5, 6. Ich baue mal ein Dingens nach. Ich meine, du solltest eigentlich das Geld dafür haben, oder? Ja, locker. Ich baue mal noch 4.
So, lass mal angreifen. Okay. Ja, Meister. Storm hast du, ne? Storm habe ich. Ich versuch mal mit ein paar High-Templern unter Mothership Core ein bisschen nach vorne zu gehen und schon mal zu stormen. Das wäre ganz gut. Wo ist denn mein Oracle? Da. Okay, er kommt jetzt, will angreifen. Ein Storm habe ich gesetzt. Okay, Mothership ist tot. Das war ziemlich klar, dass das irgendwann kommt. Muss ein bisschen aufpassen mit den Lurkern da, ne? Keine Ahnung, ob die Storms gut sind. Müssen halt hier die Lurker mal eben rausnehmen. Okay, Storms nochmal setzen. Nicht reinrennen. Ja, das war ein guter Storm. Also möglichst nicht die Lurker, sondern eher die Hydra Storm. Das war ein sehr, sehr guter Storm. Ich sollte vielleicht nicht da reinfliegen, dann wäre es noch besser. Aber ich muss reinforcen. Dann gehen wir nochmal hier. Meine Armee ist sozusagen tot. Das ist nicht so schön. Lasst uns beginnen. Nasuktai. Muss man hier. Warum habe ich eigentlich so wenig? Ich habe jetzt nur noch meine High Templar hier. Ja, zieh dich mal ein bisschen zurück. Du kannst doch warpen. Warp DTs! Doch. Das ist schlecht. Hast du einen Observer irgendwie? Nee, ne? Nee, Cannons habe ich halt. Ja, dann ist gut. Ich habe jetzt die gerade da waren, habe ich markiert. Ja, schick mal die jetzt noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Alle? Alle sieben. Aber wir haben auch nicht so wenig. Okay, da sind wieder Lurker, das ist ziemlich blöd. Das sind Arschens? Das sind meine. Vipern! Man kann den Vipern. Ja, ist egal. Ich bin gerade durch meine Operation was ausprobieren, bin ich gerade ziemlich durcheinander im Elf. Ja, du solltest einfach weiter Einheiten bauen, dann ist alles gut. Wir sind nicht schlecht im Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin quasi wieder gemaxed. Wie sieht's bei dir aus? 90. Ich habe auch gerade versucht, mit den Storms die Lurker abzubauen, aber hat irgendwie nicht funktioniert. So, ja, vielleicht kann mir die Zuschauer ja mal Tipps geben, wie man denn mit Storms jetzt genau spielt. Also, weil ich habe ja das Gefühl, Storms funktionieren noch nicht so wirklich bei mir. Doch, die haben aber im Fight vorhin, als wir aggressiv unterwegs waren, waren die sehr gut. Echt jetzt? Ja. Oder sagst du das jetzt nur, weil du gesagt hast... Ja, um dich zu motivieren, sage ich das vor allen Dingen. Nein, war doch wirklich gut. Du musst halt nur die Hydras stormen vor allem, weil du musst halt möglichst die Einheiten stormen, die wenig Hitpoints haben. Okay, wer hat Storm macht, glaube ich, 75 Schaden. Was hat denn alles wenig Hitpoints? Ich bin Hydras vor allen Dingen. Wir spielen ja gegen Zerg, da Hydras. Gegen Protoss kannst du gegen Adepten stormen oder gegen Zealots. Gegen Stalker ist nichts, also gegen Protoss im Allgemeinen ist Storm nicht das Allerbeste. Was? Stalker, ich dachte, du hast... bei mir kommen die Lurker. Ja, ja. Wieso? Ja, alles gut. Muss mich verarschen? Nee, das ist schlecht. Muss mich verarschen? Wieso? Es ist immer noch voll viel Supply. Ja, ich nicht. Bleib mal da weg. Ich kann auch nicht näher ran für die Storms. Ich bin halt wieder gemaxed, ne? Also. Ja, ich nicht! Ja, dann bau! Was hast du denn für ein Problem? Warum kannst du nichts bauen? Weil ich mich jetzt verteidigen will. Ja, bauen ist wichtiger als anzugreifen. Und bitte nicht meine Armee stormen, aber das war trotzdem ein ganz guter Storm. Entschuldigung. Die T's, nee, das sind die Lurker, die hier mich angreifen. Ja, ja. Ich habe leider keinen Oracle mehr. Das heißt, wir können das leider aktuell nicht aufgeben. Ja gut, dieser Nexus war jetzt ein bisschen sehr optimistisch von dir. Ja, den musste ich aber nehmen, weil ich quasi keinen Economy mehr. Wir bräuchten halt dringend mal wieder Vision. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe halt noch hier ein paar Stalker und halt Dinger, ne? So, ich töte mal einige meiner Sonden. Was ist das denn? Warum schießen wir denn hier? Das sind die Tees, ne? Nein, das sind meine Sonden, die ich hier gerade ein bisschen töte. Was? Ja, ich habe viel zu viele. Ich brauche Einheiten.
brauche einen Nexus. Ja. Aber da sind wahrscheinlich noch die Dinger eingegraben, ne? Vermutlich. Brauche ich halt auch eigentlich. Weil ich hab halt jetzt keine Dinger mehr, keine Economy, weil die sind mir dann. Ja, sag doch was, ich kann dir doch Geld geben. Weil die mir dann frisch. Hab ich doch gesagt vorhin schon, der Nexus ist tot. Brauch einen neuen. Ja, du hast jetzt erstmal ganz viel Geld bekommen. Gas kann ich dir nicht geben. Okay, ja, Gas habe ich. Gute Gasproduktion habe ich mir aufgebaut. So, wo sind denn endlich meine Oracles? Ich habe doch ganz viele Oracles gebaut. Wann kommen die denn endlich? Da, wir sollten uns gleich mal angreifen. Schon wieder? Ja, wie denn schon wieder? Wir haben doch seit Ewigkeiten nicht mehr angegriffen. Die Gegner haben uns alles entgegengeworfen. Achso, ja, stimmt. Das ist so ein Spiel, das ist. Was greift denn da schon wieder an? Ich greife meine Sonden an, immer noch. Reagier hier nicht, fühle ich über immer. Über? Bitte, da unten macht es Piu 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 und da stirbt was von uns. Ja, reagier mal nicht über jetzt, ey. Ist hier noch was eingegraben? Hier ist ja gar nichts mehr. Lass mal nach vorne gehen. Okay. Okay, warte, ich muss mal hier nochmal ein paar mehr Dingens bauen. Die waren nämlich auf. Das ist übrigens auch mit dem neuen Patch, dann bauen die automatisch. Das ist schon mal schön. Interzeptoren? Ja. Mineralienfeld erschöpft, das ist nicht gut. Ja, wir sollten jetzt mal nach unten versuchen. Wir sollten mal diese Basis hier unten versuchen zu nehmen. Die Gold. Ja, die nehme ich jetzt mal hier. Die wollte ich haben. Zu spät. Komm, nämlich links. Oh, Linge sind ja nun völlig egal. Also es wäre ganz gut, wenn du gleich nochmal einen Observer oder so bauen könntest. Boah, ey, die High-Templer, ohne Witz, heute mal. Oh, hier ist was eingegraben. Observer, ich muss erstmal. Alter, ich finde mal, ich habe so viel. Kannst du da mal eben weggehen, Zarok? Damit ich hier das nächste bauen kann. Ich finde meine Gebäude nicht mehr, die ich gebaut habe, das ist das Problem. Hier kommt noch eine Robo-Kanzlerin. Ich gehe mal schon mal ein bisschen wieder nach vorne. Nee, nicht noch eine Robo, ich habe sie gefunden. Ich brauche unbedingt eine Echse und Geld. Ich versuche jetzt hier mal gerade ein paar Basen rauszunehmen. Okay, wäre gar nicht so. Gehen wir nochmal ein Stück weiter nach vorne hier, da auf diesen Gabelpunkt. Auf den Gabelpunkt. Mein Problem ist, die paar High-Templer, die ich hier habe, die gehen halt so schnell wie hier, keine Ahnung. Sergio Perez. Kannst du mir wieder Geld schicken? Danke. Ich bin gerade ein bisschen ich auch. Angespannt hier. Ich auch, kenne ich mich auch. Aber ich habe 3-3 jetzt. Was Geld? Dankeschön. Wo ist mein Prisma? Da ist es. Ich habe keine Hotkeys mehr frei für das Prisma. Erstmal wieder Adepten hier. Hier wieder ist ja mittlerweile nicht auch irgendwo ein Ops. Das müsste der irgendwo sein. Wie kann ich das denn nachgucken, ob hier irgendwo ein Observer ist? Lass mal nochmal ein Stück nach oben hier. Die Armee. Okay. Die Sterne stehen gut. Also ist schon nicht so eine schlechte Armee, die hier rumsteht. Muss man leider sagen. Vor allem, wenn hier gleich halt die Vipern reinhauen. Da kommen sie. Ja. Ich bräuchte eigentlich mehr Tempest hier. Und da kommen auch noch Lurker dazu. Oh, traumhafte Storms. Ich hab mich selbst gestormt. Ja, weiter nach vorne Storm. Sehr gut. Am besten einmal auf die Void Fest drauf, wäre ganz gut. Wo ist die? Scheiße, ich habe nur noch einen High-Templar. Ich habe noch einen Spinner und einen Storm. Jetzt sind meine High-Templar tot. Ja, aber wir räumen hier auch extrem. Nee, da ist noch einer! Da ist noch einer! Ich habe noch mal gestormt! Du hast auch noch eine ganze Armee hier rumsteht, das ist alles gut. Ja, aber keine High-Templar mehr. Die haben gewonnen, würde ich mal sagen. Ich habe übrigens ein paar Basen genommen. Yes! Wir sollten öfter hier auf die Goldene Armada setzen. Weil wir die ganze Zeit vorne waren. Was? Guck dir mal hier das Supply an von mir. Ich wurde abgeräumt, dreimal! Guck dir mal mein Supply hier an. 150.000 Army Value. Das war so viel, wie die anderen beiden zusammen hatten. Ich wurde dreimal abgeräumt und trotzdem haben wir gewonnen. Und du hattest am Ende übrigens auch mehr als beide Gegner im Army Supply. Vor dem Hauptkampf hattest du mehr als beide Gegner.
Ich hatte das Gefühl, die Storms sind mehr alle als so scheiße. Beide zusammen. Was hältst du denn jetzt von den Storms? Waren die waren gut, die waren wirklich gut. Aber die Frage ist halt, ob du dich parallel auch auf dein Makro konzentrieren konntest. Das ist immer der Hauptpunkt, den man beachten muss. Ja, noch nicht. Weil Makro ist immer wichtiger als Micro. Ja, das Spiel ist anstrengend, meine Damen und Herren. Und das ist es definitiv. Ach, aber das ist doch schon mal schön hier. Wie haben wir das denn jetzt gewonnen? Ich hatte das Gefühl, wir waren ein ganzes Spiel über meilenweit hinten. Das hatte ich nie. Doch, ich schon. Hatten, ja, ich habe auch keine. Nee, was war denn da am Anfang? War ja auch kein großer Push da am Anfang. Gonrell hat gerade geschrieben. Gonrell hat geschrieben, unverloren XD. Naja, wir werden jetzt erstmal hier die Folge beenden. Ja, Gonrell ist übrigens der Formel 1 Mitspieler. Wenn ihr mal den Kanal von ihm findet, erstmal zu Flame, ja. Ja, das ist der Kanal mit 2 Jahre alten Videos als ja, neueste. Das, nee, das ist meiner. Nein, dann das ist von China, von irgendwie, was weiß ich. Ja, das stimmt. Egal, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.